niks. Ah, toch? So, jetzt müsste ich zu hören sein. Jedenfalls höre ich mich. So, dann muss ich einmal Twitch ausmachen. Gut. Das weiß ich natürlich gar nicht, ob da jetzt überhaupt was übertragen worden ist von dem Ganzen, aber... Ah, ja. Okay. Gut, dann fangen wir nochmal von vorne an, oder? Dann sage ich schon mal wunderschönen guten Morgen zu meinem heutigen Livestream, wieder mit Blender. Habe einige Tage damit verbracht, alte Projekte wieder aufs Neue zu beleben und bin dann bei der... Chaos hat geschrieben, ab jetzt. Ja, habe ich gelesen, Marco, danke. Und bin dann auf die Party-Tram gestiegen, habe dann mich mit einigen Leuten unterhalten und habe die Textur dann in Eigenarbeit und eigener Hand mal selber erstellt, weil es gibt im Netz so gut wie keine vernünftigen Fotos oder entsprechenden Texturvorgegebenheiten, sodass man ich das Ganze dann selber erstellen müsste. Nun gut, nachdem ich das dann gestern gemacht habe, habe ich mir natürlich die komplette Textur zerstört. Okay, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich muss die einfach nur wieder neu zuweisen auf die entsprechenden Flächen. Und dementsprechend wollte ich das heute tun. Gut, den Wagen habe ich schon mal entkernt, weil alles, was da drin ist, mit Stühlen, und Fahrkartenautomaten und etc. pp. Kann ich nicht gebrauchen, weil soll ja eine Party-Tram werden und dementsprechend entkernt. Die vordere habe ich natürlich auch schon in Angriff genommen. So, wo haben wir sie? Die lädt ein bisschen länger rein, weil habe ich die Texturen, die falschen, noch nicht rausgelöscht, aber auch die ist soweit schon gut vorbereitet, auch schon zum Teil entkernt. Bisschen mit den Emblemen habe ich dann auch gearbeitet. Hier muss ich das vordere noch rausnehmen. Schildfront raus, weil da gehört nur das Teil rein. Ein paar Farbänderungen muss ich noch vornehmen, aber auch da sehe ich schon, da ist das alte Teil drauf, das kann ich löschen und das neue Teil reinsetzen. So, dass das dann auch besser passt. Gut, hierbei muss ich nicht großartige Veränderungen vornehmen. Bis auf den Text, der noch drauf geschrieben werden muss, auf beiden Seiten. Hier fällt auch noch ein Emblem drauf. Das muss ich dann aber auch mit den Scheiben verbinden. Türen sind zu, wie man sieht. Auch der Innenraum ist soweit auch schon ausgekleidet, dass es da auch dementsprechend passt. So, dann wenden wir uns wieder dem hinteren Wagen zu. Gut, das mit dem Emblem gefällt mir soweit. Machen. Und einmal aktualisieren. Gut. Bisschen Stream Raiders können wir noch zwischendurch auch machen.
Gehen wir da mal ganz kurz rüber. Und starten schon mal das Battle. Dann können wir damit das im Hintergrund laufen lassen. Na? Ah ja. Oh, ganz jungfräulich. Na super. Okay. Gut, dann lassen wir das mal im Hintergrund laufen. Mal gucken, ob sich ja jemand zu uns gesellt. Und dementsprechend mitspielt. So. Das funktioniert. Gut. Gut. Ich sehe hier immer noch die Ach, der macht das ja nur aus der Ansicht heraus. Warte, wie ist der? Der ist von oben abgebildet. Okay. Das heißt, da muss ich dann etwas drehen, das Ganze. Aus Ansicht, damit er das mir hier auch vernünftig abbildet. So, Rotation 80. Aber dann auch gleich nochmal Start Display machen. So. Also ich habe heute ziemlich viel mit Grafik zu tun. SY ist ein bisschen größer. Wird jetzt natürlich ein bisschen problematisch. Ach ne, der zielt ja auf die falsche Seite. Das ist gar nicht problematisch. So, das muss ich nämlich dann komplett ändern. Der muss hier rüber.
der Seite. Dachte ich mir schon, dass der hier auf der anderen Seite hier wieder Blödsinn macht. Ich finde das nicht gut. Hat er mir gerade wieder auf der anderen Seite ausgewählt. Richtig. Irgendwas leuchtet doch da. Nicht zu fassen. Marco, möchtest du, dass ich den Stream abbreche? Nein! Möchtest du keinen Follower kriegen? Nein! Dann halt die Schnauze!
So. Ich muss mich jetzt hier beim bisschen konzentrieren, deswegen rede ich da eigentlich auch nicht mehr großartig zu. Und schon wieder auf der anderen Seite was gemacht. Let's check that result. It's a 9. Overboard on the sugar flesh went out of the world's largest.
Freund ist auch alles verändert. Na super. Das muss ich ja auch noch zuschneiden. Das hat sich auch verändert. Auch nicht. So, dann schauen wir uns das Ganze nochmal im Drahtgittermodell an. Nicht, dass da, da ist irgendwas in der Mitte. Irgendwas. Aber das sehe ich jetzt von hier nicht. So, ich glaube, das ignoriere ich mal. Das kleine Teil, weil das kann ich ja immer noch im Nachhinein ändern. So, ab auf Texturen. So, wie sieht es jetzt hier aus? Der Teil ist schon mal okay. Das heißt, das blenden wir jetzt mal aus. Man kann uns erstmal das andere an. So. So, jetzt gucken wir mal nach, ob wir das Y vernünftig verschieben können. Da passt es zum Teil schon, aber die Fenster passen natürlich wieder mal nicht, war ja klar. Der untere Teil passt auch nicht. Oh, Mannheim, just place an epic worry on the battlefield. Thank you. So. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Ich sehe gerade, der ist jetzt hier. Ich glaube, ich sollte es mir nicht so schwer machen.
Da die aber alle miteinander verbunden sind, ist es dann mit dem Rauslöschen dann doch etwas zu schwierig. Gut, das Problem muss ich dann anderweitig lösen. Gut, Zuweisung jetzt der einzelnen Flächen. Stehen bleiben. Der kann auch stehen bleiben. Okay, den habe ich ein bisschen weit nach unten gesetzt. Passt der besser. Fensterpunkte. Ja, das muss ich hier oben auch noch ändern. So, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um die Fenster. Ich muss immer dran denken, dass das spiegelverkehrt ist. Ja, dann muss ich die ganzen
Fensterleibe muss ich alle einzeln zuweisen. Na, super. Dann mache ich erstmal die groben Federn weg. So, der muss bleiben. Da muss ich auch noch die Fenster einsetzen gleich im Anschluss, weil ich will ja noch die 11 Units sind gesetzt. Na super, 30 Minuten sind schon rum. Na gut, dann gehen wir rüber zu Stream Readers. So, I'm starting battle. Zu 34. Naja. Ob das mal klappt? 33. 6, 5. Unserer Seite. Na, das wird nicht klappen. 20 zu 2 ist schon etwas hart. Los! So, versuchen wir es nochmal. Ich bleib bei der Warrior. So, viel Spaß in den nächsten 30 Minuten. Ich hoffe, wir kriegen etwas mehr gesetzt, damit wir das Match dann auch noch gewinnen können. Aufgrund von der Zuweisung ist das natürlich hier völlig falsch. So, wie machen wir das denn jetzt am besten?
anfassen. Gewählt. So. Muss ich dann hinterher noch mal ausschmücken das Ganze, das heißt mit den Schatten arbeiten. Da gehe ich dann aber in den jeweils eigenen Prozessen rein. Wieso ist das jetzt hier durchsichtig? Ah ja. Das heißt, hier habe ich ein Problem. Das kann ich aber so mit Verschieben nicht erledigen, weil das auf der Textur ist. So, zuletzt geöffnet, die hätte ich gerne. Das ist die Ecke. Einmal Rechteck Auswahl. Gehen wir mal etwas großzügiger dran. Wir brauchen noch einmal ein Farbmuster. Einmal auswählen. Die ganze Auswahl füllen. Einmal speichern, einmal exportieren. Ja, will ich ersetzen. Zack, bumm. So, dann mache ich das mal im Hintergrund. Einmal Bild neu laden. Und schupp, ist die Lücke weg. Die hat er auch nichts besuchen. Dunklen Bereich schon mal reinschieben.
Leicht rum. So. Das war jetzt der Bereich von unten drunter. So. Das machen wir uns relativ einfach. Die Konfi ist dünn und fast was. Das funktioniert schon mal gar nicht. So. Besser. War ja klar, dass es auf dem Kopf steht. Das Zeichen von hinten auch drauf. So, da ist noch was Durchsichtiges, habe ich gerade gesehen. Wo ist er? Hallo. Da ist er. Das hier hin. Der. Hallo? Barbara.
Ein gelber Strich. Das mache ich gleich. Erstmal die Rückwand wieder richtig herstellen. Da ist auch noch was. Ich habe gerade schon gedacht, ich bin ja vom falschen. Ach, das ist noch die Front. Okay. So. Einfach rüberschieben. Erledigt. So. Man kann uns das mal alles wieder an. Gucken nach, wo hier was im Argen ist. Rüber, fertig. So. So, dann haben wir das schon mal. Dann gehen wir zur nächsten Front. Ups. Den will ich nicht haben.
$300 for 20% off. Yep, was ist denn da unten? Genau die beiden unteren habe ich mir doch schon gedacht, dass die das sind. So, dann kommen wir jetzt hier zu dem schönen Bild. So. Ich weiß zwar nicht, ob ich jetzt da noch Fenster drin habe oder auch nicht. Zeugen wir uns mal ein Fenster. Das soll ja bestimmt auch nicht so sein. So, das nächste Fenster. So. Fläche. Die sieht natürlich völlig für den Hintern aus. So, jetzt hat er das wenigstens vernünftig dargestellt. Ja. Einmal verkleinern, verschieben. Rotation 90. Warum hat er die Seite denn schief gemacht? So, zeigt die Schwierigkeit nämlich an, das Ganze so zu positionieren, dass es auch passt. Don't jump.
der Ecke rumgeht. Deswegen sieht das so aus. Okay. Könnte man so lassen. So, wo liegt er auf? Der liegt da auf. Den wollen wir da nicht. Wir hatten den. ...30 Units gesetzt. Na schön. So, dann gehen wir den mal da hoch. SX. Ne, das machen wir nochmal rückgängig. Einmal auf S gesamt. Gut. Dann gehen wir doch rüber zu Stream Raiders. 30 gesetzt. Super. Dann starten wir mal Battle.
Super, gewonnen. So, wer hat? Glückwunsch zu den Scrolls. So. Na dann, viel Spaß für die nächste halbe Stunde. Ist denn der Chaos immer noch im Chat drin? Ja, der Chaos ist noch im Chat drin. Marco, würdest du heute Ärger mit mir haben? Nein. Dann bist du jetzt leise. Ach, den habe ich zwei geteilt. Okay. Stream beendet? Nö, habe ich nicht. Der läuft noch. Na, wo sind sie? Diese Konfiguration jetzt hier. Damit kann ich hier gar nichts anfangen. Ich habe es jetzt wieder schief hingesetzt. Na, super. Habe ich doch gar nicht gemacht. Nee, habe ich auch nicht. Ich wollte schon was sagen. Auch nicht.
So, das hat soweit gepasst. Muss ich jetzt nur noch die Fenster nachher ausschneiden. Also dunkel will ich sie nicht haben. Das heißt, ich muss an den Ecken entlang gehen. Na, super. So, dann kümmern wir uns jetzt mal um die schönen Verleibungen. Kann ich da irgendwas von gebrauchen? Nee, nicht wirklich. Obwohl, wenn ich mir das jetzt hier angucke, ist das Fenster nicht korrekt drin. Ich muss das alles per Hand machen. Bleibt mir nichts anderes übrig. So scheiße auch die Aufgabe jetzt gerade ist, aber das geht nicht anders. Wenn ich eine saubere Textur haben will, werde ich da nicht drumherum kommen. Dann noch wieder was anderes erwischt. Jo, habe ich. Aber da kümmere ich mich jetzt im Augenblick nicht drum. So. Die hatte ich hier hingezogen. Da noch eine vergessen. Ah ja. Da habe ich noch mehr vergessen. Na, super. Schön geteilt das Ganze. Oh, die sind auch noch verteilt. Na, klasse. Das passt ja wieder. Thank you.
mach's mal massiv. So, das und das Fenster haben wir. Super. So, jetzt muss ich einmal Textur wieder einschalten, nicht, dass ich hier die Seite hier komplett falsch mache. Aber ich sehe schon, hier habe ich auch noch einige Fehler.
Die ragt jetzt hier schon in dem Links rein. Das ist blöd. Dann muss ich die rausnehmen. Ragt da auch schon rein. Da sieht man es, dass es reinragt. Nein, will ich nicht haben. Ich wollte C haben. So. Dann schneiden wir das da einmal ab. Ziehen das nach rein. So, dann haben wir dann da eine glatte Kante. Das geht hier oben weiter. Das passt.
So, dann ist jetzt nur noch das andere durchsichtig. So, jetzt wird es nämlich ein bisschen tricky. Ich sollte das erstmal raustrennen, damit mir das nicht im Weg steht. So. Habe ich Kapslock drin? Ja. Einen Blick auf die schön an der Kante entlang. Bis nach dahin und damit sind wir dann schon wieder im roten, also im Bild mit drin, richtig? Das geht aber gerade noch. So, den Rest dürfen wir nicht machen. Muss ich mir dann hinterher angucken. So, einmal alles anmarkern, G verschieben. Der muss auch bunt bleiben. Da haben wir hier aber wieder das zweite Fenster mit drin. So, das nehmen wir mal mit P auch raus.
wieder mit dem Roten drin. Der ist mit dem Roten drin. Der ist mit dem Roten drin. Das heißt, hier muss ich da auch da abtrennen. Das heißt, ab da kann ich erst massiv werden. So, nicht vergessen, Textur wieder einzuschalten und dann haben wir schon wieder das Problem. Ich bin wieder auf der Textur drauf. Also die drei weg. Das muss ich kappen. Da werde ich nicht drum herum kommen. Ich wusste doch, dass da irgendwas schief läuft. Ich habe es doch gesehen. Wieso wird mir der hier angezeigt? Ah ja. So, hier habe ich jetzt nichts drin. Den ziehen wir uns einfach ein bisschen in die Mitte rein. Angeklickt. Der. So. Wieder auf der anderen Seite was erwischt. Überziehen.
denn alles erwischt? Richtig, der war ja da wieder mit drin. Ja, machen wir das jetzt als erstes, komm. So, damit habe ich dann abgeschnitten. So, das muss ich dann auch noch mit der anderen Seite machen. Der hängt jetzt hier mit drin. Ich kann es ja mal einfach mal demonstrieren, was passiert, wenn ich jetzt hier die Vertices verschiebe. Funktioniert doch. Verschiebt sich nichts auf der Seite. Okay. Da habe ich mir eine Arbeit erspart. Immer gleich wieder da, muss mal ganz kurz zu meinem Sohn gehen.
mach eins dazu. So, 19 Units sind gesetzt. Super, dann gehen wir doch gleich sofort rüber. So. Und starting battle. ist ja ein gutes Ausgeglichen, okay. Dann passt das doch direkt. Gewonnen. Tafreitz, Glückwunsch. So, ich habe gerade aber gesehen, dass mein lieber Streamkollege für Stifti auch online gegangen ist. Der macht heute Sims 4 und auch WoWs im Anschluss und dementsprechend, da ich auch dort Mod bin, gehen wir da gleich mal rüber. Das heißt, ich mache jetzt Schluss für heute. Eventuell nachher, wenn er WoWs macht, dass ich dann auch nochmal einen WoWs-Stream anmache, weil viel wird jetzt hier bei mir auf der Bahn nicht passieren. Das heißt, ich werde noch die einzelnen Flächen zuweisen, aber das muss ich jetzt hier im Stream nicht auf die Länge rausziehen. So, ihr habt jetzt schon mal einen kleinen Einblick bekommen, was da demnächst auf euch zukommt. Gut, dann würde ich sagen, ich raid euch rüber, weil er macht auch Stream Raiders. Von daher ist das dann ein guter Anschluss daran. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder. Und wir gehen mit dem Raid rüber zu Phil Shifty. Vielen Dank, schönes Wochenende, schönen Sonntag und schwitzt nicht so viel.